Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon spannend, was uns heute Morgen hier von den Grünen geboten wird. Es stellt der Kollege Hofer-Reiter her den Zusammenhang zwischen Bundesverkehrswegeplan und dem Haushalt. Und er trifft dabei eine Unterstellung, dass wir den Plan ja nur machen würden und den Zusammenhang, die Austauschbarkeit, die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Neubau und Erhalt machen, damit wir dann hinterher die Bänder durchschneiden können. Das ist nur möglich bei zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Die erste ist, dass wir bis 2030 noch in der Regierung sind. Damit können wir gut leben. Und das Zweite ist, dass die Projekte, die wir hier in den Plan geschrieben haben, bis dahin fertig werden. Damit können wir auch gut leben. Das wollen wir. Dass Ihre Kollegin Willens damit ein Problem hat, ist ihr Problem, aber nicht unser. Und wir müssen natürlich Zusammenhänge zwischen Verkehrswegeplan und Haushalt schon sehen. Der Minister hat vorhin darauf hingewiesen. Nein, ich denke nur längerfristig als Sie. Sie hatten den Haushalt in diesem Jahr im Auge und wir haben den Haushalt bis 2030 im Auge. Der Verkehrsminister hat vorhin darauf hingewiesen, dass wir großräumig denken müssen. Und in der Tat ist das die Herausforderung, die dieser Bundesverkehrswegeplan annimmt. Wenn Sie sich einmal anschauen, und die Kollegin Wilms kommt ja aus Schleswig-Holstein, und auch man sollte da bei der Wahrheit bleiben, wir können uns eben nicht leisten, eine regionalspezifische Betrachtungsweise. Denn wenn wir uns einmal anschauen, dass die Exportnation Deutschland mit dem größten Seehafen Hamburg das Land, das den größten Anteil am Containerumschlag in Hamburg hat, nämlich in Bayern hat, dass der deutsche Wohlstand damit mit dem Export zum großen Teil in Bayern produziert wird und davon Restdeutschland auch mit profitiert. Und wenn ich mir anschaue, was Bayern in den Finanzausgleich tut und wovon andere Städte, unter anderem diese schöne Bundeshauptstadt hier lebt, dann wird deutlich, dass wir großräumig, flächendeckend denken dürfen und nicht in diese Kleinstaaterei verfallen dürfen. Und das ist etwas, was diesen Plan genau auszeichnet, dass er in diesen großen Linien denkt und nicht nur denkt bezogen auf die einzelnen Trassen, sondern eben auch, und so müssen wir das auch vernetzt sehen, natürlich auch mit dem Haushalt etwas zu tun hat. Wir müssen nämlich sehen, dass wir das, was wir reinschreiben, in den Plan auch umsetzen. Und im Haushalt werden wir deswegen, weil das allererste ist die Planungskapazität, wie in den letzten Jahren auch für den Bereich Wasserstraßen zusätzliche Planungskapazität schaffen. Wir haben in den letzten Jahren, werden das auch weitermachen, die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bei der Schiene geplant werden kann. Und wir haben bei der Straße leider keine eigene Zuständigkeit, sondern da liegt die bei den Ländern. Und da haben wir jetzt eine Zeitenwende. Seit gestern haben wir nämlich keine baureifen Projekte mehr in Deutschland, die nicht über eine Finanzierungszusage des Bundes verfolgen. Das ist eine neue Zeit. Und deswegen ist es so eminent wichtig, dass auch die Länderverkehrsminister ihre Planungskapazitäten hochschrauben und diese Herausforderung der Zukunft annehmen. Denn wer Gegner von Planung ist, der ist Freund von Verzicht an der Teilhabe, an Fortschritt, an Infrastruktur und damit Sicherheit des Wohlstandes für die eigene Bevölkerung im eigenen Land. Und das gilt für viele Projekte. Wenn wir dann einmal nach vorne schauen, dann müssen wir eben auch sehen, dass wir nicht immer nur neue Straßen, neue Schienen in die Landschaft werfen können, sondern dann müssen wir uns eben auch Gedanken darüber machen, wie wir Verkehrsträger, die noch Chancen haben, an der Zukunftsentwicklung teilzuhaben, die ökologisch unbedenklicher sind als andere, wie wir die nach vorne treiben. Und ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir in vernetzten Regionen denken müssen. Der Kollege Bartol hat die Prognosen für die Verkehrsentwicklung und den Gütertransport angesprochen. Dann müssen wir eben auch sehen, wenn wir wissen, dass Ende der 20er der Hamburger Hafen
nicht mehr in der Lage sein wird, auf den konventionellen Wegen, wie er das heute macht, die Güter abzutransportieren, dass wir dort vernetzt sehen, dass wir auch die Wasserstraße wieder ein Stück weit nach vorne bringen. Und da müssen wir heute anfangen zu planen. Und dazu gehören verschiedene Aktivitäten. Dazu gehört, dass wir das Nadelöhr-Elbe-Seitenkanal ertüchtigen. Deswegen haben wir im letzten Jahr dort den Neubau für die Schleuse auf den Weg gebracht. Dazu gehört eben auch, weil wir vernetzt denken müssen, dass von Süden nach Norden auch auf dem Schiff transportiert werden kann, eben in dieses Netz. Und das ist nicht mal eine deutsche Entscheidung, sondern eine europäische. Der Elbe-Lübeck-Kanal ist im TEN-Netz. Da müssen wir eben auch dafür sorgen, dass die Wasserstraße attraktiver wird. Denn die Container, von denen ich vorhin gesprochen habe, aus Bayern, die werden zu 60% über die Schiene, zu 40% über die Straße und überhaupt nicht auf dem Wasser transportiert. Und das ist der Sinn dieses Bundesverkehrswegeplanes, das zusammenzuführen. Und es wird dann noch ein Stück weiter vernetzt mit unseren Haushaltsalternativen, mit unseren Haushaltsgesetzen, die wir in den nächsten Jahren beschließen. Denn wir müssen auch sehen, dass wir die Verkehre auf den einzelnen Gebieten, Wasser, Straße, Schiene, an sich durch den Einsatz digitaler Technik, durch den Einsatz neuer Programme, durch den Einsatz von autonomem Fahren und anderen Systemen, dass wir ihn einfach effizienter machen. Denn besser ist es natürlich, die vorhandenen Verkehrsträger so weit auszunutzen, dass wir nicht mehr in dem großen Umfang neue Verkehrsträger brauchen. Und wenn wir neue brauchen, dann müssen wir sie eben auf ökologische Art und Weise machen. Und genau dafür legt dieser Bundesverkehrswegeplan und legen diese Ausbaugesetze ihren Grundstein. Dass das so gelungen ist, dafür dem Bundesverkehrsminister ein herzliches Dankeschön. Das Wort erhält nun der Kollege Gustav Herzog für die SPD-Fraktion.